Und weiter geht es mit Urban Empire, dem City Ruler von Calypso, der erscheinen wird im Januar 2017, am 20. soll es soweit sein. Und hier spielt mit mir zusammen die Presse-Preview-Version des Spiels. Erstmalig das Spiel auf Deutsch zu sehen, auf YouTube. Vielen Dank, dass ich euch das zeigen kann. Dickes Dankeschön an den Publisher und vor allem ein noch weitaus dickeres Dankeschön für euer Interesse und die vielen freundlichen Kommentare, die ich unter dem ersten Video bekommen habe. Scheint so, als ob das Spiel wirklich auf großes Interesse bei euch stößt. Presse-Preview-Version, das muss ich auch nochmal kurz erklären, was das für das Spiel hier bedeutet. Ihr werdet nämlich kein fehlerfreies Spiel sehen. Das geht gar nicht anders. Ich zeichne das hier auf, ungefähr einen Monat vor dem Release des Spieles mit dieser Vorab-Version. Die enthält natürlich noch etliche Bugs, die die Entwickler noch nicht gefixt haben und die dann allerdings beim Release des Spiels, beim Erscheinen des Spiels raus sein werden. Und es gibt noch den ein oder anderen kleinen Fehler in der deutschen Übersetzung. Da wird dann mal ein englisches Textfensterchen eingeblendet. Das werdet ihr auch sehen. Das Balancing des Spiels ist auch nicht final. Kann sein, dass das Spiel noch etwas schwieriger, noch etwas leichter gemacht wird. Dass bestimmte Spielfeatures im Verhältnis zueinander, dass sie noch ein bisschen verschoben werden. Dass Sachen wichtiger oder unwichtiger, schwieriger oder leichter gemacht werden. Aber das gehört zu einer solchen Vorabversion und einem Preview-Let's Play einfach dazu. Wir schauen der Stadt zu, wie sie wächst. Das zentrale Spielfeature, behaupte ich mal, das ist nicht das, was ihr hier seht. Verwechselt das Spiel nicht mit einem normalen Städteplaner. Das meiste an Aktionen findet nicht hier auf der Karte statt. Das findet im Stadtrat statt. Das ist hier im Prinzip nur die Bebilderung von den eigentlichen Ereignissen. Und jetzt geht es schon los. Wir schauen uns mal an hier. Das Spiel pausiert automatisch im Tutorial, welche Bezirksinformationen es hier gibt. Und wir haben erstmals die Möglichkeit, ein Servicegebäude, ein Dienstleistungsgebäude hier zu platzieren. Viele, viele Infos, die müssen wir jetzt nicht alle im Detail durchgehen. Die können wir auch im Laufe des Spiels von alleine, die ergeben sich einfach im Laufe der Zeit. Bitte nicht erschrecken. Es geht ja zum Beispiel um die Zufriedenheit der Bürger hier im Stadtbezirk, wie das Verhältnis der Zonen zueinander ist, was die an Unterhalt kosten hier. Die Versorgung der Leute hier und die Infrastruktur und so weiter. Was wir uns jetzt anschauen werden, ist Bezirk verändern. Und das Tutorial führt uns dazu, mal einen Blick zu werfen auf die Dienstleistungen und auf die 6 unterschiedlichen Bedürfnisse, die Menschen hier haben. Die seht ihr hier oben eingeblendet. Es gibt ein Sammelfenster hier oder eine Sammelanzeige. Das ist die Zufriedenheit in der gesamten Stadt, die relativ niedrig ist im Augenblick, minus 10. Wir haben auch bislang noch gar nichts an Dienstleistungsgebäuden errichtet. Und dieser Wert ganz links, das ist der Durchschnittswert von allen anderen Zufriedenheitsunterwerten. Und das sind die, die eigentlich mit den verschiedenen Bedürfnissen der Leute gekoppelt sind. Mit Sicherheit, mit sozialem Leben, mit physisches Umfeld ist ein bisschen noch ungelenk formuliert. Da geht es halt um den Umweltschutz, dann um Spaß oder Unterhaltung, um die Gesundheit der Leute und um das persönliche Wachstum. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Und hier unten seht ihr die verschiedenen Icons noch aufgelistet. Die obere Zeile, das ist das, was die Bürger gerne hätten, also wie groß ihr Bedürfnis ist, zum Beispiel hier an Umweltschutz und was wir tatsächlich liefern. Wir haben zum Beispiel noch keinen einzigen Park gebaut und das mögen die Leute ganz und gar nicht. Es gibt keine Klinik, deshalb ist es mit der Gesundheit der Leute schlecht. Wir haben noch keine Schule gebaut und so weiter und so fort. Polizeireviere fehlen auch noch. Die Liste ist fortsetzbar. Ja, wofür sorgen wir als erstes? Das Programm empfiehlt uns eine Grundschule und das ist, glaube ich, auch deshalb eine gute Idee, weil wir dann unsere Forschung bald schon schneller vorantreiben können, wenn wir unsere Bürger klüger machen. Dann können wir auch schneller unsere Errungenschaften erreichen. Und ich mache mal Folgendes. Ich platziere das Gebäude mal relativ weit in der Mitte und auch rechts oben. Ihr erinnert euch vielleicht, wie die einzelnen Bebauungszonen waren. Die Wohngebiete waren eher auf der rechten Seite. Und ich setze mal das Gebäude so hin, dass auf jeden Fall die Wohngebiete abgedeckt sind. Und ich bin ja ein sparsamer Mensch. Ich bin sozusagen ein Schwabe ehrenhalber. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir es vielleicht auch hin, dass der benachbarte Bezirk, den wir zum Beispiel hier oben hinsetzen könnten, dass der von dieser Schule mit abgedeckt wird. Das wäre doch eine coole Sache. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob die Bürger auch in diese Schule reingehen würden, aber wir tun mal so, als ob. Ich setze die Schule also mal hier an den Rand hin. Vielleicht hier hin. Und, ja,
Das könnte funktionieren. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach oben. Und dann der grüne Bereich, das ist der, wo die Effekte am größten sind auf die Leute. Es geht um persönliches Wachstum. Das ist die Ressource, die gesteigert wird durch eine Grundschule. Der grüne Bereich ist der, wo das am optimalen passiert. Rechts unten seht ihr optimale Reichweite. Die können wir später noch erhöhen. Zum Beispiel dadurch, dass wir der Grundschule ein höheres Budget zuweisen, dass wir der mehr Geld geben. Und dann gibt es noch die geringere Reichweite, also wo wir auch das persönliche Wachstum schüren, aber nicht ganz so doll. Ich setze das mal hier hin oder hier hin. Das scheint mir ganz gut zu sein. Da steht jetzt die Schule. Kostet uns auch Geld natürlich. 125.000 Taler. Ui. Und laufende Kosten im Monat auch noch welche. Die können wir nachher, wie gesagt, das Budget können wir nachher noch verändern. Und schlagen den Bezirk jetzt vor. Ja, jetzt kommt der Stadtrat ins Spiel. Und da ist er erstmals. Erstmals können wir eine Entscheidung nicht in alleiniger Machtfülle treffen, sondern brauchen die Unterstützung der politischen Parteien. Wir setzen unser Privatvermögen ein, geben Geld aus, klicken oben auf das Rad des Lebens. Das ist einfach nur eine Abkürzung dafür, dass es hier die verschiedenen Icons gibt. Die können wir uns alle anschauen lassen. Dazu wird uns das legt uns das Programm nochmal nahe. Zeit verläuft. Ah nee, es gibt noch keine Abstimmung. Die kommt noch. Ich habe mich geirrt. Die kommt noch. Dafür haben wir erstmal... Das geht auch so. Zeit verläuft. Ihr seht einen Tag- und Nachtwechsel. Das ist tatsächlich verstreichen hier aber die Monate oben. Wir sind im April. Kein Aprilwetter. Fängt ja gar nicht an zu regnen. Und die Zeit verstreicht. Immer mehr Häuser entstehen, Bürger ziehen ein. Oben seht ihr, wie viele Bewohner hier leben. 387, das sind noch nicht allzu viele. 403, es wächst an. Hier ist die Schule. Ihr könnt schauen. Hier laufen noch die ersten Menschen durch die Straße. Jetzt kommt doch der Stadtrat. Die erste Abstimmung, die wir haben. Es ist nicht die Schule. Sorry, dass ich mich da eben getäuscht hatte. Es geht ums Geld, um Mammon. Wir wollen gerne Steuern einziehen und das geht wirklich nicht in unserer alleinigen Machtfülle, da brauchen wir den Stadtrat für. Wir wechseln zum Stadtrat. Da ist er erstmals, die zweite Ansicht. Zwei von dreien hier im Spiel. Und müssen dafür sorgen, dass die Leute und bei dieser Steuererhöhung mitmachen. Hier seht ihr die politischen Parteien, die es gibt. Die sind auch vertreten hier im Stadtrat durch die verschiedenen Wappen. Hier könnt ihr sie sehen. Wie ich schon mal erwähnt hatte, die sind bei jeder Partie immer ein bisschen anders. Das heißt, ich weiß auch gar nicht genau, welche Parteien hier es sind. Hier sind es die Physokratische Partei, die Freie Demokratische Partei und die Nationale Partei Svarelias. Und hier wird noch ein bisschen was erklärt. Entscheidend ist der Wert Wohlwollen. Das ist die Parteienunterstützung. Die ist bei jeder Fraktion jeweils unterschiedlich. Physiokratische Partei, Wohlwollen plus 5. Das ist relativ viel, weil wir halt einen entsprechenden Bonus haben durch unseren Herrscher. Durch unseren Bürgermeister. Das hatten wir bei der ersten Folge gesehen, als wir den bestimmt haben. Auch die Nationale Partei Svarelias startet auch bei 5 Wohlwollen, die uns gegenüber empfinden und auch die Freie Demokratische Partei. Dieser Wert Wohlwollen, das ist ein Wert, das ist das Kapital. Das Kapital, das wir benutzen werden gleich, um die Ratsmitglieder zu beeinflussen in unserem Sinne. Wenn wir irgendwas machen, wenn wir die bequatschen, wenn wir die belabern, wenn wir die bestechen, bedrohen, was auch immer, dann kostet uns das Wohlwollen oder Prestige. Das ist eine zweite Ressource. Wohlwollen ist die Standardressource. Und diese Ressource Wohlwollen, die pendelt immer, die neigt dazu, immer zu einem Basiswert zurückzukehren. Das heißt, wenn wir ein paar Punkte Wohlwollen ausgegeben haben, dann wird dieser Wohlwollen-Pool allmählich wieder gefüllt. Der läuft wieder voll mit Wohlwollen. Und dadurch, dass wir diesen Stadtbürgermeister hier haben, aus dieser Familie, ist dieser Wohlwollen-Ruhewert etwas erhöht. Das ist ein Bonus, den wir mit diesem Herrn hier haben oder mit dieser Familie hier haben. Also das ist die Freie Demokratische Partei. Jetzt wechseln wir mal hier zur Besteuerung.
Das ist der Wert hier, aktive Besteuerung. So sieht es im Moment aus. Steuereinnahmen, wie gesagt, englische Sachen, die werden später noch auf Deutsch ersetzt. Wenig, sehr, sehr wenig. Im Augenblick noch gar keine Einnahmen. Unternehmenssteuer. Ich klicke mal auf Steuersatz vorschlagen. 10% sind es im Augenblick bei der Unternehmenssteuer und bei der Bürgersteuer. Das können wir jetzt erhöhen oder wir können es senken. Und jetzt achtet mal drauf. Ich halte das mal mit der Link, klicke mal mit links drauf und ziehe es mal vorsichtig da rechts und es bleibt was Neues auf. Seht ihr das? Da links unten, das ist eine neue Anzeige und die zeigt in diesem Feld an, wo die politischen Parteien stehen. Es gibt zwei Spannungsfelder, wo sich die einzelnen Fraktionen bewegen, zwischen links und rechts und zwischen konservativ und liberal. Ganz allgemein und pauschal ausgedrückt. Die Linken, die wollen eher einen starken Staat. Das heißt, einen Staat, der viele Dienstleistungen anbietet, der viele Ämter hat, der die Bürger einerseits an die Kandare nimmt, der die also auch ein bisschen maßregelt, andererseits ihnen auch viel Service leistet. Und die Rechten, die hätten lieber einen schlanken Staat und einen kleineren Staatsapparat. Die Konservativen wollen wenig Veränderung, die Liberalen mehr, aber das sind auch Sachen, die verändern sich im Laufe der Zeit, was als konservativ gilt und was als liberal. Und wenn wir diesen Wert erhöhen, dann seht ihr, wie sich das verändert, wie sich auch die Farben verändert. Grün, das ist der Bereich, der eher als positiv gilt, da sind die Leute mit einverstanden. Das heißt, wenn wir so haben, dann gibt es mehr Grün als Gelb. Das heißt, die Parteien werden uns wohl im Großen und Ganzen zustimmen. Wenn wir dagegen mit den Steuern maßlos übertreiben, dann regt sich allmählich der Widerstand. Und es gibt auch rote Neinsager. Bei der Bürgersteuer funktioniert das ähnlich. Das ist also die Leute, die quasi die Einkommensteuer für die Bürger. Oben geht es an die Firmen, ran unten an die Individuen und auch da verändert sich der Wert. Und je mehr wir nach rechts gehen, desto mehr Gold nehmen wir natürlich oder desto mehr Taler nehmen wir ein pro Monat. Ich bin für eine separate, für eine vorsichtige Erhöhung. So, das kriegen wir an Geld rein. Das wird funktionieren und also na, das könnte knapp werden. Das sollte aber eigentlich klappen so. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. 2x18. Wird eine knappe Entscheidung. Ich gehe mal eins runter. Aber das macht den Kohl auch nicht fett. Sorgt für keine nennenswerten Veränderungen. Dann kann man das bei 18 lassen. Und wenn ich oben runter gehe. Ja, eine Stufe oben runter. Und schon wird das eine sichere Abstimmung. Dann kann ich die Bürgersteuer vielleicht sogar noch was erhöhen. Und dass die Leute motzen, kann ich machen. Unternehmenssteuer, weil ich brauche einfach ein finanzielles Polster. Denn wenn die Staatskasse leer ist oder ich sogar Schulden habe, Malus erwirtschaftet, dann sind die und ich dann irgendwas Neues planen möchte, um die Stadt in eine glorreiche Zukunft zu bauen, ein Polizeirevier setzen will oder was auch immer, dann wird es schwieriger für mich, die politischen Fraktionen auf meine Seite zu ziehen. Ich schlage das mal vor. Und ihr seht bei den verschiedenen Fraktionen, ob die eher dagegen sind, ob die eher dafür sind. Und hier gibt es Wechselwähler. Eine Fraktion neigt auch eher, dass sie dafür ist. Das sollten wir eigentlich durchkriegen. Wir können es den Antrag nochmal anzeigen lassen und seine Effekte, dass wir einfach mehr Geld reinbekommen. Der Abstimmungsprozess läuft und hier läuft nochmal. Und hier können wir uns die Abstimmung selber anzeigen lassen. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, an die Parteien vielleicht zu appellieren, dass sie mitmachen. Denn ihr seht die Abstimmung hier oben. Autsch! Dieser war knapp. Das sind alles Unentschlossene. 42 Wechselwähler im Stadtrat, die noch nicht wissen, ob sie dafür oder dagegen abstimmen sollen. 10 dagegen, 9 dafür. Das ist gar nicht gut. Also irgendwas wie 8-12. Das sollten wir doch mindestens hinbekommen. Wie gut, dass wir die Parteien beeinflussen können. Wir appellieren an sie. Ihr seht ja verschiedene Möglichkeiten. Wir können freundlich bitten, wir können aggressiver fordern und wir können ganz aggressiv die Parteien und ihre Anführer bedrohen.
Ich klicke mal auf freundlich bitten und suche mir erstmal eine Fraktion aus. Die sind unterschiedlich stark im Stadtrat vertreten. Also die Physokratische Partei, hier ist auch kurz erklärt, worum es geht. Das ist eher eine linke Partei. Pardon. Loyal gegenüber dem Kaiserreich. Das heißt, die wollen nicht auf Nationalismus und Unabhängigkeit und Loslösung vom Kaiserreich setzen. Unbedingt. Denen geht es mehr um soziale Errungenschaften und um einen starken Staat, um einen Wohlfahrtsstaat. Da gibt es noch diese Partei hier, die Nationale Partei Svarelias. Die wollen halt sich vom Kaiser lossagen. Autonomie und Selbstverwaltung ist deren Wunsch. Und dann gibt es noch die Freie Demokratische Partei, auch Unabhängigkeit, aber etwas liberaler gesonnen und nicht ganz so konservativ. Die haben 26 Ratsmitglieder, die haben 7 hier und die haben 28. Das heißt, das sind die entscheidenderen. Ich klicke, die Physiokraten sind allerdings eh auf meiner Seite hier sehr, sehr viele. Es gibt allerdings auch viele, die auch noch sich noch nicht entschieden haben. Ich versuche, die mal zu beeinflussen. Die sollten doch eigentlich auf meiner Seite sein. Die Stadt braucht ihre Hilfe wirklich. Oder ich brauche eure Hilfe. Ich kann an beides appellieren. Die sollten mich doch eigentlich mögen. Ich stehe ihnen doch nahe. Wir versuchen mal eins von beiden aus und gucken mal, was das bewirkt. Wir schmeicheln ihrer Eitelkeit. Die Stadt braucht eure Hilfe und appellieren an ihr Ehrgefühl und ihr Verantwortungsgefühl. Effekt, ja, gerade mal, hat ein bisschen gewirkt. Hat zwei Effekte. Zum einen, es bringt uns tatsächlich hier, dass zwei Leute plötzlich mit uns abstimmen wollen. Und wir verlieren allerdings auch zwei Punkte an Wohlwollen. Denn das ist ja die Währung hier, die wir einsetzen. Wir kaufen uns zwei Stimmen dadurch, dass wir Wohlwollen ausgeben. Ja, da gibt es bessere Methoden. Wir können nicht gleich nochmal abstimmen. Da muss erstmal Zeit verstrichen sein, über den Daumen vielleicht einen Monat. Vorher geht nichts. Die Abstimmung ist noch nicht so ganz zu unserem Vorteil. Aber kleiner Tipp, wenn ich darf. Je früher ihr solche Appelle durchführt, desto effektiver. Die Abstimmung dauert eine ganze Weile. Es dauert ein paar Monate, bis die Abstimmung wirklich durchgeführt wird. Die ist jetzt erstmal nur auf der Tagesordnung platziert. Und wenn man später abstimmt, dann ist das schwieriger, die Leute noch zu überzeugen, weil die einfach Zeit hatten, dass sie ihre Meinung sich setzt. Und da haben die mit vielen Leuten schon diskutiert, vielleicht anderen auch schon angekündigt, hey, ich stimme so und so ab. Insofern, je früher man sein Wohlwollen ausgibt, desto besser. Ich gucke auch, ob ich mal vielleicht die andere Fraktion auch noch davon überzeugen kann. Die Freie Demokratische Partei mit ihren 26 Ratsmitgliedern. Auch hier bitte ich mal. Ach, ich weiß, wie ich es mache. Ich lade den Parteivorsitzenden zum Essen ein und vielleicht gibt es darüber. Das klappt ganz hervorragend. Ganz, ganz hervorragend. Zwei Leute auf meiner Seite, ein Wohlwollen nur verloren. Klasse. Anscheinend hat der Koch gut gekocht. Gibt es auch immer so einen gewissen Zufallseffekt einfach dabei. Ich gehe wieder raus auf die Karte. Und jetzt will ich euch noch mal eine andere Ansicht zeigen. Das Tutorial empfiehlt es mir auch hier unten. Es gibt eine Flut, eine unglaubliche Flut von Daten, die ihr euch anschauen könnt, aber nicht müsst. Nach verschiedenen Reitern, die verschiedenen sozialen Gruppen, die in der Stadt vertreten sind. Elite, Mittelschicht, Arbeiterklasse, Studenten und Schüler, Unterschicht und so weiter. Zufriedenheit könnt ihr euch anzeigen lassen, wie die vertreten sind, was die Quellen sind der Zufriedenheit. Wo das herkommt. Es gibt die politische Unterstützung und alle Fraktionen hier sind nochmal aufgelistet, was ihr eben schon im Stadtrat gesehen habt. Dann die Bezirke, wir haben nur einen. Infrastruktur, da gibt es auch noch nicht so viel zu sehen. Die Einnahmen der Stadt, ne? Wir haben halt Steuern. Hier seht ihr, wo die Steuern herkommen. Industrie, Gewerbe, Besteuerung der Unternehmer, der Studenten, der Arbeiter, Mittelschicht, Steuersatz der Eliten und so weiter. Dann haben wir noch dies hier, die Wirtschaftsbereiche der Stadt. Ihr könnt ja sehen, welcher Typ von Gewerbe- oder Industriegebäude was einbringt hier in der Stadt. Und wie viel Geld dabei reinkommt, wie viele Leute dort beschäftigt sind und was die so verkaufen hier und wie der Trend ist. Landesgesetze, das ist ein Feature, was später noch kommt. Wir können Gesetze oder Edikte herausbringen und wir haben erfreulicherweise noch
keine Arbeitslosen. Ihr könnt euch auch anzeigen lassen, in welcher unserer Schichten wie viel los ist. Zeit verläuft. Wir schauen nochmal an in die Abstimmung hier. Oh, wir können im Moment nicht reingucken. Ich hoffe, die läuft gut. Oh, hier haben die Parteien sich gegenseitig beeinflusst. Ich werde langsam nervös. Ich werfe meinen Blick in den Stadtrat. Ich kann leider die Abstimmung mir nicht anzeigen lassen. Ich bin so neugierig. Ich hätte das so gerne gewusst. Ich hätte das so gerne gewusst, wie das hier aussieht. Ich weiß es nicht. Ich gehe wieder raus. Und wir lassen hier noch ein bisschen weiterlaufen. Dunkelheit hier. Thermodynamik wird weiterhin erforscht. Tag und Nacht rennen die Bürger hier hin und her. Die Bürger von Bullsheim. Da seht ihr ein paar Effekte, die im Hintergrund passieren. Bestimmte Parteien beeinflussen andere. Und jetzt steht die Abstimmung tatsächlich an. Das Programm pausiert und wir stellen fest. Oh, wir haben Glück. 23 auf unserer Seite, 17 hier. Dass wir übrigens nicht wechseln konnten, während das hier lief, das ist später anders. Das hat mit dem Tutorial zu tun. Ich vermute mal, ich weiß es nicht genau, dass das Tutorial im Hintergrund ein bisschen trickst und dafür sorgt, dass wir die erste Abstimmung auf jeden Fall gewinnen können. Ist meine Mutmaßung, ich weiß es nicht, aber das ist hiermit eine Verschwörungstheorie, die ich mal in das Licht der Welt hineinsetzen möchte. Also bei 17:23, da müssen wir uns keine Sorgen machen, denn die Wechselwähler, die werden wahrscheinlich dem Trend folgen und sich für uns einsetzen. Da muss ich nicht nochmal an die Parteien appellieren. Stimmen werden ausgezählt. Läuft gut. Rechte Seite unsere, links die andere. Ja, hat funktioniert. Viel, viel an Geld kommt jetzt in unsere Kasse rein. Klasse. Hier links steht Wirtschaftskrise. Wie bitte? Ein Event, ein Zufallsevent, das aufgeploppt ist jetzt. Die gibt es auch noch. Es gibt eine Flut. Hunderte, angeblich Hunderte von Zufallsereignissen, die passieren können. Haben mir die Entwickler erzählt. Die wirtschaftliche Situation von Bullsheim ist besorgniserregend. Bleiben Sie untätig, könnte das das Ende Ihrer Karriere als Bürgermeister bedeuten. Ich bin da noch nicht abwählbar. Da kann ich nur mit dem den Zeigefinger von rechts nach links schwenken. Was tun Sie? Wir wenden uns mit einem Brief an unsere Mutter und schreien um Hilfe. Nein, da steht ja nicht. Mit einem Brief an den Kaiser. Was das für einen Effekt bewirkt? Wir können nur hoffen, wir können spekulieren, oder? Wir fahren direkt nach Wien vor Ort, um dort um Geld zu bitten. Brief schreiben und dann Brief einwerfen ist vermutlich nicht so effektiv wie direkt vor Ort am kaiserlichen Hof die Hand aufzuhalten. Wir setzen uns dahin und fragen ihn, hast du mal einen Taler? Ja, uns wurde eine Audienz beim Kaiser gewährt. Wir konnten ihn überzeugen, Bullsheim weitere Gelder zukommen lassen. Allerdings tadelte er sie für ihre Budgetüberschreitung. Ja, komm, kein paar. 250.000, das ist doch super. Das ist richtig viel Geld, das wir hier bekommen. Die Stadtkasse bekommt 200. Ach, super, ganz hervorragend. Und wir selber bekommen plus 2 von was? Erworbene Punkte für die Eigenschaft leichtgläubig. Das heißt, unser Held, unser Bürgermeister, neigt jetzt zum Charakter leichtgläubig. Sehr schön, da haben wir doch was erreicht. Thermodynamik auch bald fertig. Und ich gehe mal zurück in die Stadtansicht, lassen einen Monat laufen und stoppe dann mal. Und jetzt seht ihr oben das monatliche Haushaltssaldo. Wir haben 61.000 in der Kasse. Alles bestens. Wir haben die laufenden Kosten von 62, Ausgaben von 69.000 im Monat. Ein geringes Minus. Ne, es ist genau umgekehrt. Wir haben ein geringes Plus von 7.000 pro Monat. Das ist gut. Das wird uns bei künftigen Einnahmen, bei künftigen Abstimmungen im Rat echt helfen. Die Morgensonne geht auf. Im Osten geht das Licht auf. Lange Schatten, verdammt lange Schatten, werden hier geworfen auf unsere Stadt. Und wir blicken in eine rosige Morgensonne hinein und womöglich auch in eine rosige Zukunft.
Ich bin optimistisch. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, wir sehen uns wieder in Kürze in Bälde zur nächsten Folge des Preview Let's Plays mit Urban Empire. Bis dann.